ich liebe die, ganz ehrlich, wenn diese richtig schlecht produzierten YouTube-Videos mit Schleichwerbung kommen. Dann muss ich immer noch sagen, dass ich mir jedes Mal ein ablache, wie kernbehindert diese YouTuber sind, dass sie wirklich denken, dass ihre Zuschauer drauf reinfallen. Dann muss ich aber wiederum weinen, weil es Zuschauer gibt, die fallen drauf rein. Oh. Ja. Und dann denke ich mir wiederum, ich habe ja jetzt erst angefangen mit der Uni vor 2 Wochen. Und wenn ich jedes Mal in der Vorlesung bin, denke ich mir, boah, du bist ein richtig dummer Junge. Aber wenn ich halt wieder auf YouTube gehe, dann halte ich mich wiederum für einen schlauen Jungen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, bin ich... Nein! Das hat also... uns heute auf dem TS auch schon gesagt. Hatte wirklich. Ja, ihr habt aber auch richtig dumme Bemerkungen von euch gelassen, ne? Hashtag dummer Junge, ey. Ja, nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, diese richtig schlechten Schleichwerbung, warum fallen da Leute drauf rein? Das check ich halt nicht. Ja, ich verstehe nicht, warum man überhaupt auf Werbung reinfällt. Also, Werbung ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Man wird ja auf Sachen aufmerksam vielleicht, die einem gefallen, auf die man vorher nicht gekommen wäre, ne? Ja. Das ist doch an sich was Gutes. Ihr seid doch auch durch Werbung auf M2 gekommen, oder nicht? Nee. Hater ist eine Stadt. Werbung ist eigentlich somit einer der wichtigsten Faktoren unserer aktuellen Wirtschaft, damit wir auch Sachen finden, die uns gefallen, beziehungsweise auch die, dass dann auch die Sachen gekauft werden und die Wirtschaft halt am Laufen gehalten wird. Aber es ist halt so, dass die bei den ganzen YouTubern nicht gekennzeichnet wird. Und das ist einfach nur eine richtige Frechheit. Sagst du das jetzt nur, weil du Wirtschaftsmathe studierst? Ja. Ja, Wirtschaftsmathe hat mit nichts zu tun. Ich war sowieso auf einer Wirtschaftsschule. Ja, sagt mein Gen wurde trotzdem. Das ist aber was anderes, weil, einfach mal, ich finde das einfach frech von diesen YouTubern, weil die spucken euch Zuschauern damit einfach dreist ins Gesicht. Was anderes ist das nicht. Die riechen das Geld und nehmen es sich. Sie riechen Geld stinkt es. Nicht. Lecker. Riecht Geld nach Schokolade. Stinkt nicht. Sie haben recht. Also das ist meine offene Meinung. Also auch wenn ich es mir mit manchen jetzt wieder verscherzen könnte, aber es ist einfach so. Hey, die Karte schaut geil aus. Also Geld mit YouTube verdienen zu wollen oder ganz anderem ist, das ist ja an sich keine schlechte Sache. Solange man halt in gewissermaßen halt noch was ordentliches dann macht, ne? Verstehe ich, was ich meine? Ja, selbst wenn jemand hingeht und sagt, komm, ich mach YouTube nur wegen des Geldes, mach Videos mit wenig Aufwand und die am Ende gut funktionieren, meinetwegen auch die scheiß Prank-Scheiße. Aber im gewissen Rahmen muss man sich doch selber ehrlich bleiben, also... Apropos Prank, warum macht man sowas? Weißt du, ich dachte, du redest jetzt, wie meine Armee so komisch steht mit Prank. Okay. Das ist ein Prank. Och, Julian. Was tut sie da? Das sieht gerade richtig gut aus. Ja, das hat echt so, Mann. Nein, Simon, du musst mir mal sagen, was der Twitch-Chat dazu denkt. Aber das ist einfach nur richtig frech, was da manche YouTuber machen. Die haben geschrieben, Österreich braucht keinen Bundespräsident. Ja, außerdem, nee, nicht durch Werbung. Und dumm, Grimsel. Hashtag dumm, ja Junge. Weiter natürlich dich, Grimsel. Leute, schreibt jetzt alle noch in den Chat. Auch Julian. Außerdem noch bei solchen Summen bleiben wenig ehrlich. Ach, Jona ist da. Ach, das Beste sind immer die YouTuber, die über 1 Million Abos haben und sagen, sie können von der Scheiße nicht leben. Sind die eigentlich doof? Ja, was sind sie? Also, dass sie denken, dass das Leute ihn abkaufen, finde ich ist immer noch die geilste Scheiße daran. Also von YouTube, da kriege ich nichts von. Sorry, aber. Nee. Er steckt in die Beauty's Palace. Das Geile ist, der YouTuber Mimi hat das herausgebracht. Es ist gar nicht verboten zu sagen, wie viel man mit der Scheiße verdient, ne? Echt? Das wäre mal, das haben YouTuber angefangen zu sagen, damit das nicht rauskommt, wie viel die damit wirklich verdienen. Es steht nirgendwo in den YouTube-Richtlinien, dass das wirklich verboten ist. Oh. Der Typ hat, danach hat er einfach einen Post hochgeladen, wo er gezeigt hat, wie viel er verdient. Echt jetzt? Ja, Mimi! Ja, wobei die. Nachgucken, wie viel Gronk verdient oder so ein Scheiß. Kannst alles nachgucken. Ja, das ist. Ja, das ist ja wirklich so. Was die verdienen, ey. Das ist viel Geld, aber ich gönn's den Leuten halt. Sagen wir so, wenn YouTuber hingeht. Ja, beliebtestes Spiel plus eine Plattform, wo du mehr Geld verdienst, ist halt so. Nee, ich hab ja nichts dagegen, wenn selbst so eine Bibis Beauty Palace, sagen wir mal hier, die Bianca. Selbst wenn die darf meinetwegen Millionen verdienen. Meinetwegen auch im Monat. Das ist
mir schadet es nicht. Wenn sie hört mir doch, nein, hört mir jetzt mal zu. Wenn sie theoretisch gesehen Millionen im Monat verdient, wie schadet das uns? Gar nicht. Ja. Also kann es mir egal sein. Aber wenn sie jetzt hingeht und solche ungekennzeichneten Product Placements macht oder den Zuschauern irgendeine Scheiße vorlegt, dann regt mich das auf. Wenn sie Millionen macht, ist mir egal. Schadet es mir? Nö. Also viel Spaß mit dem Geld. Ich gönn's eher. Aber sowas dann abzuziehen, finde ich dann einfach nur frech. Ich hoffe, ihr versteht da meinen Standpunkt. Hey, also, heutige 10 Cent im Jahr, ja. Respekt. Was verdiene ich? 0,10 Cent. Im Jahr? So viel verdiene ich mit YouTube? Wusste ich noch gar nicht. Ist das viel? Ich schätze, dafür haben wir einfach zu viele Adblocker an. Ich weiß schon, wie viel ich mit YouTube verdiene, aber ich werde mich jetzt nicht auf der Aussage berufen, dass man das wirklich sagen darf, wie viel man verdient, deswegen bin ich leise. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass mit 800 Abos die Zahl nicht nennenswert ist. Toll. Julian, woher kommen diese Penisse? Alter, das ist doch kein Penis, Mann. Ja, es war doch deiner. Also, Eier, Schwanz. Also, nein, Spaß, Julian, dann ist natürlich so. Ich habe im Chat größtenteils Zustimmung, sage ich jetzt mal. Also nicht größtenteils, sondern ich habe noch keine einzige Gegenstimme gelesen. Ja, das ist immer so eine Sache. Man liest ja auch viele Kommentare unter den ganzen YouTubern, die halt oben sind. Dem gönne ich das Geld nicht. Warum nicht? Also, man kann es ihm doch gönnen, wenn er halt hingeht und dann nicht, dann dreist in die Kamera. Selbst wenn er nicht arbeitet, ihr müsst wissen, selbst wenn er damit immer noch Leute unterhält, selbst wenn es nicht euer Zielgebiet ist, dann hat er doch immer noch seinen Job getan. Also, ja, da muss man sich immer, da muss man sich ja vorstellen, ach, wie soll man sagen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit möglichst wenig Aufwand, also so eigentlich gar kein Aufwand, könnte man manchen sagen, viel Fame zu bekommen und richtig viel Kohle zu verdienen. Wer würde denn da einfach sagen, nee, ich möchte jetzt lieber 10 Stunden am Tag arbeiten, keine Freizeit haben, niemand soll meinen Namen kennen, das ist immer besser. Was habt ihr denn? Nee, natürlich nimmt man das dann an. Aber ist halt die Frage, was man dann den Leuten zurückgibt, die einen da hochgebracht haben und durch die man das ganze Geld verdient hat. Ja, stimmt. Gute Frage. Diese ganzen YouTuber wissen, dass sie nur durch ihre Abos da hochgekommen sind, wagen es aber trotzdem, den so dreist in die Fresse zu lügen, dass es schon unverschämt wird. Das finde ich bei vielen YouTubern echt so. Sie haben einfach vergessen, wer sich so groß macht. Ja, eben. Viele denken, letztendlich ist jeder YouTuber eigentlich nur Unterhalter. Ja. Also YouTube ist eigentlich nichts anderes als ich unterhalte andere Menschen. Mit dem Hintergedanken, dass du das hochladen darfst, was du möchtest. Broadcast yourself. Mach das, worauf du Bock hast. Eigentlich die beste Übersetzung davon. Mach einfach das, worauf du Bock hast. Das freie Volk sozusagen entscheidet, was ankommt. Bonus. Jonah, meinst du... ist momentan halt wirklich so, ne? Ja. Es gibt zu viele Leute, die machen einfach nur... ist halt so. Nein, es gibt auch viele Leute, die machen das Thumbnail. Sie machen ein normales Video, machen aber trotzdem Sitten-Thumbnail und sagen dann, also ich bin einer der korrekten YouTuber. Ja, sicherlich. Mach das auch ab sofort. Dein Thumbnail hat gerade das Gegenteil gesagt, weil irgendwie starren mich da ein paar Titten an. Aber abgesehen davon ist doch alles noch im Reinen, oder? Ich würde mir Sorgen machen, wenn mich Titten anstarren würden. Okay. Ganz ruhig bleiben, jetzt nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Ja. Ja, wieso? Ist ein geiles Thema. Ja, okay. Es ist der derzeitige YouTube-Stand. YouTube wird zurzeit zum Abschauen. Ist einfach so. Also das falsch ist. Also es gibt eigentlich nur noch wenige große YouTuber, die sagen, yo, ich mache jetzt mal das Richtige. Nee, also die meisten haben sich für die Variante, ich rieche Geld, entschieden. Ja, aber genau das ist für viele YouTuber. Gronkh ist sehr treu geblieben. Hast du dir die Zahlen von dem angeguckt? Die sind echt nicht prade. Das ist halt das Traurige. Das ist echt mega traurig. Gronkh ist sich treu geblieben und jetzt guck dir die Zahlen von dem an. Digga, ich werd von zweimal Kretan und viermal Rodan mit einer Schwertbande zerschossen in loser Formation. It's Batman. Ich weiß nicht, was das ist für eine Ressourcenverteilung von ihm war. Hey, wir haben ein paar Dinare weniger, weil wir offiziell Verteidiger sind, aber die sind doch sehr aggressiv vorgegangen. Ich finde es eigentlich gut, wie aggressiv die hier spielen. Kein dummes Rumgecamp oder so. Der ist gleich mit der Kavallerie davor gegangen, weil er dachte, er kann noch ein paar Schützen wegsnacken. Mann, nicht schlecht gedacht, bloß hat die Kavallerie, glaube ich, zwei Mann getötet oder so. Wir lernen halt alle von dir rum.
Also im Moment sind es 5. Nein, nee, ist gerade eine schöne Schlacht. Die spielen schön aggressiv. Ja. Aber. Ich bin ein defensiver Typ von der Spielweise her und. Oh. Der Julian! Wirklich sehr oft zur Last fällt. Oh, nein, achso, nee, das war jetzt nicht wegen dir. Sorry. Nein, das war nur so. Nee, aber ich weiß, dass du dich schon manchmal darüber aufregst. Jetzt nicht so nach dem Motto, was soll der Scheiß? Aber so nach dem Motto. Was soll der Scheiß? Oh, ich feier das gerade richtig. Ich habe den Kampf perfekt gestartet. Ich kämpfe zwar frontal gegen Piken, aber Julian, guck dir diese Brücke einfach an. Guck dir es bei mir mal lieber an. Wie warte, ich guck gleich mal. Mit oh, richtig schön. Der erste Trupp ist weg. Wie geil. Hashtag göttlich. Ja, was Julian, Simon, ich möchte jetzt mal wirklich gerne wissen, was die Zuschauer noch dazu sagen in den Kommentaren. Du was? Ja, zu dem Thema, was wir... Oh, Mann, ey. Ja, nein. Die Meinung war... Nein, die Meinung von ihnen war... Ist schlecht. Warte, wo war es hier? Schleichwerbung raus. Sowas. Also, ich bin der Meinung, dass Werbung auf YouTube nicht schlimm ist. Das beste Beispiel sind momentan... Julian, ich möchte nicht zu deren Skill-Meinung wissen, weil da weiß ich, dass du gegen mich sprechen wirst. Doch, die Summoners Inn Crew. Die Summoners Inn Crew... Summoners Inn ist ein Zusammenschluss aus Leuten, die ja zusammen LOL machen. Und die machen erstens guten Content, die machen aufwendigen Content, die geben sich Mühe, die sind ehrlich und was ihre Werbung angeht, sind die auch ehrlich. Ihr werdet nicht ein Video vor denen finden, wo die ihre Werbung nicht richtig markiert haben, etc. Das, was ihr bei denen zu sehen bekommt, ist einfach, wie kann man sagen, real? Fragezeichen? Das ist bei denen so. Also die labern da keinen Scheiß. Die sagen auch offen, yo, AMD ist unser Partner. Wir zeigen deren Produkte etc. Wir machen Product Placements, aber sie sagen es dann auch offen. Und dann gucke ich mir das so gerne an. Ich meine, ich selber habe schon Dutzende PCs zusammengebaut. Ich brauche mir das Video an sich nicht anzugucken, ne? Ich gucke sie mir aber trotzdem an, um zu wissen, ob die da scheiße haben. Und das tun sie nicht. Natürlich versuchen sie das Produkt gut darzustellen. Aber sowas wie, diese AMD-Karte ist immer besser als diese Nvidia-Karte, obwohl sie, und sie ist 300 Euro billiger. Und dann merkt man am Ende, sie ist halt deutlich schlechter. Das tun sie halt nicht. Sie sagen dann noch offen, wie es dann halt da wirklich ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist für mich gute Werbung. Ja, klar. Also, diese richtig markierte, auch ehrliche Platzierung da. Das ist für mich gute Werbung. Und das machen die meiner Meinung nach richtig gut. Was deren Skill angeht, da wird Julian euch etwas singen können von. Ja, es weil Julian... Alter Ruhm, dein Schützenfeuer. Ja, meine Männer werden aber auch ein bisschen zusammengefeuert dafür. Ja. Aber ich schätze mal, dass... Das nimmst du dafür ein, oder? Ja, nehme ich gerne hin. Ich meine, ich habe die Schiffe vorhin gerade frontal auf Hauptplans drauf. Also, ich meine, der ballert halt ein paar Trupps weg, aber was willst du machen? Ich weiß nicht, warum Leute immer so viel Geld in Kreta und Roda investieren. Starke Schützen. Ja, viele normale Schützen tun es halt auch, ne? Ja, eben, genau. Das ist halt wirklich das. Oh, ich merke langsam richtig wieder, wie viel Spaß Korinth mir damals gemacht hat. Ich habe die eigentlich kaum gespielt, seitdem ich die rausgebracht habe, weil die ja von den Zuschauern gespammt wurden und da war mir das zu blöd. Aber ich merke gerade, wie viel Spaß. Nice. Ja, also, es war meine erste Nation damals, die ich gemacht habe, die allererste. Okay. Das war mein allererstes Ziel beim Mod, Korinth fertig zu machen. Okay, das erklärt, weshalb sie OP sind. Hä? Sind sie. Jetzt mal ehrlich, sind die OP? Nein. Nein. Okay. Also, die sind halt aggressiv, aber... Du, Ruben, jetzt mal so ehrlich, also ich darf das jetzt mal so meine Meinung ja äußern. Warum schießt er die ganze Zeit in seine gute Muni in Billo-Einheiten? Das verstehe ich nicht. Du, frag den Zuschauer. Ja, das verstehe ich halt nicht. Er schießt die ganze Zeit auf meine Gammel-Einheiten. Musst du ihn fragen. Kann sein, dass er es nicht besser weiß, aber bei mir ballert er halt Torreos-Speer und sowas weg. Oder schießt er auf Einheiten, die sich gerade im Wald befinden. Hä, was tut er da? Mr. Mark? Fragen die rum. Er hat ein Quadrat gemacht auf der Brücke. Oh. Was hat er gemacht? Ein Quadrat auf der Brücke. Auf Wiedersehen. RIP, periodische Speere. Einfach nur RIP. Sollten wir das etwa nicht machen? Die sind die Brücke runtergelaufen, was theoretisch gesehen zum Teil durchziehen war, aber ich kann jetzt einfach in sie reinchargen mit dem zweiten Trupp. Die werden jetzt richtig aufgerieben. Also war das positives Durchziehen für mich. Achso. Somit nicht mein Problem. Ah, ich sehe, was du meintest. Du, durchziehen ist durchziehen, Adrian. Ist die Frage, ob man sich jetzt drüber aufregen muss oder nicht. Das mit dem Turnier war eine andere Sache, das war schlachtentscheidend.
Da möchten auch noch viele Leute, dass ich ein Video. Ja, war es. Ich habe es mir mehrmals nochmal angeguckt nach dem Stream. Es war schlachtentscheidend. Ist leider so. Leider. Denkst du nicht, ich hätte. Hallo. Wer ist denn da? Hallo. Ist der Clemens Reudig? Ah, nicht mehr die Italiener, die haben doch noch Moni. Italiener? Die armen Italiener? Italiener! Pizza. Wenn du Kavallerie brauchst, Julian, sag's Bescheid, ne? Was ist? Wenn du Kavallerie brauchst. Du siehst das hier? Achso, du hast ja noch was, ne? Ja, er hat nicht mehr. Er hat nur noch einmal leichte Kav. Er könnte sich dann, glaube ich, nur mit Pila-Beschuss, wenn überhaupt, gegen wehren. Und er hat meistens so Hoplitz. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Edis zu spielen ist momentan eine harte Sache. Ich habe noch mehr als drei Viertel der Money. Aha, da war, der guckt. Da war anscheinend jemand über die Ferien auf Rodos im Crater. Mhm. Hat er auch schon in die Kommentare geschrieben. Ja, also er hat sich sogar entschuldigt, dass er nicht schreiben konnte, was ich eigentlich ziemlich cool fand, weil es hat keine Pflicht bei mir reinzuschreiben, aber wenn er schon sagt, boah, ich gucke die Videos gerne, dann ist das schon etwas, was halt einen pusht, das weiterzumachen, ne? Ey, was feuert denn da? Achso, du. Kreuzfeuer und das da? Geht das? Kreuzfeuer. Okay, ich glaube, da haben zwei Katzen sich gerade im Flur gestritten, da kam ich ein. Was? Warum? Nein, rau, die haben so, die sind gerade so richtig ausgerastet. Die hatten heute schon mal festgestellt, seine Katzen machen immer rau. Ja, machen die halt wirklich. Habt ihr das eben nicht gehört, oder wie? Nein. Oha, Alter, da wird sich hart geprügelt. Das ist wirklich so, ich höre es gerade auch. Ja, keine Ahnung, die Mutter erteilt immer wieder eine Lektion. Ihr müsst wissen, Leute, wir haben eine Katzenmutter mit ihren beiden Jungen und die legen sich momentan mit ihrer Mutter an, weil die ein bisschen älter geworden sind und die kriegen regelmäßig auf die Schnauze dafür. Also, wenn du sagst, sie sind in der Pubertät. Nein, wann sind die geboren, Adrian? Mitte Juli? Also so alt sind die nicht. Das sind noch Jungtiere. Oh, das ist ein Gen, ne? Lass mal wegballern, Alter! Oh, die stehen perfekt so auf der Brücke, dass ich reinballern kann. Ich liebe das, Julian. Guck dir das an, wie sie stehen. Oh, ich liebe das. Jetzt fällt der aber schon zum dritten Mal drauf rein. Das darf halt echt nicht sein. Ich hab noch niemals so schnell Hoplitenbürger getötet. Das sah jetzt sick aus. Oh, noch ein Phalanx. Oh, gleich in den nächsten Trupp. Geil. Kriegst du gleich einen Orgasmus, oder? Ja, also ich kann nicht mal auf die Brücke ordentlich drauf, ne? Der Junge lässt mich nicht. Aber wir waren ja auch Verteidiger, wir hatten weniger Geld. Die hatten 1200 danach mehr als wir. Ja, seine ganze periodische Sperre einfach mit seinem Kreta zu schießen. Das ist einfach so lustig. Er macht mehr Eigenbeschuss-Kills, als ich selber töte. Nur um diese 10 Bemalten noch zu zerschießen. Oh nein. Ey, da ballert er zurück mit Kretern. Aua. Die schießen auf uns. Ja, meine armen leichten Schwerter mögen die. Oh fuck, Alter, meine leichten Schwerter hier. Torierschilde sind nicht die beste Wahl. Na gut, der ballert nicht auf Einheiten ohne Money. Wäre zu schön gewesen. Welcher Schild hat eigentlich die beste Blockchance? Hoplon, glaube ich. Ne, ein Legionärschild, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie hoch die war. Ich meine, der Hoplon wäre bei 50% oder so. Ach so. Ich dachte, germanische Steinschilder. Stimmt, germanische Steinschilder haben 60%, stimmt. Damit haben die einen der besten Schilder. Warum haben die eigentlich das beste Schild, aber egal. Ey, Barbaren hat sowieso gute Schilder. Wie viel Blockchance-Skimits hat ein Legionärsschild? Das beste, 50%. Bessere. Also. Genauso wie Hoplon? Ja. Okay. Da gibt's noch diese Ketra-Schilde von den Spaniern, die blocken 25%. Und dann gibt's noch die keltischen Ovalschilde, die blocken 40%. Wie viel hatten eigentlich. Wie viel hatten eigentlich hier ein. Torre-Schild? Auch 40%. Ist nicht ganz so gut wie der Hoplon. Rum, wenn du mich gewollt hast, hilfst du mir erstmal nicht, okay? Dann mach ich was? Du hilfst mir erstmal nicht, du kannst erstmal zugucken, okay? Ah, okay. Weil er hält sich hier richtig. Barbarenschilde geben mehr Nahkampf ab, ja. Und haben höhere Blockchance, ja, geil. Nur der germanischen Steinschilder, das ist eine Einzelheit, darfst du nicht vergessen. Ist nur der Bonus dieser Einheit, weil diese Schützeneinheit kaum ein Schützen verlieren kann. Diesen germanischen Schild haben aber auch noch andere Einheiten mit hinzuheben. Ich glaube, der Speerball hat noch diesen 60% Schild dann und noch ein paar andere Einheiten. Ich verstehe nicht, warum Speerball so selten gespielt wird. Das ist so eine coole Einheit. Weil die einfach leicht sind. Ja, die meisten wissen nur, dass die geil chargen können, die Barbaren, und den Rest missachten die dann. Die wissen nicht, wie sie das Ding benutzen sollen. Also ich bin zum Beispiel nicht, weil Speerwall halt eine leichte Infanterie ist und ganz ehrlich, so
soll ich mit einer leichten Infanterie, die nach einem Charge von einer Kavallerie tot ist? Schützen. Also ich habe schon damit gut. Sperrwall ist doch schwerer. Das war die einzige schwere Einheit von denen, oder nicht? Nein, die ist leicht. Nein, Sperrwall ist schwer. Nein, guckt nee, nach, Leute. Ich gewinne. Guckt nach. Nein, gewinnst du nicht. Guckt nach. Nee, Grün ist erst mal ohne nachzugucken sagen. Was? Du gewinnst? Guckt nach. Was hat er gerade gesagt? Sperrwall ist schwer, Sperrbrüder sind mittel und sonst ist eigentlich alles leicht. Nein, bei denen. Sperrwall ist leichte Sperrinfanterie. Ich hab geschaut. Nein, guckt nach. Ich hab geschaut. Die Odin-Sperre waren die leichten. Die Odin-Sperre waren die leichten. Ja, die sind auch schwer. Sperrwall ist auch leicht. Nein, ist er nicht. Ja. Er ist schwer. Das ist die einzige schwere Einheit, die die haben. Herbernsperre? Ich rede von Sperrwall. Ich lese mal alle Sperrinfanteristen vor. Ich hab sie gerade liegen. Genau. Und dann Sperrwall? Leicht. Nein, Sperrwall ist never ever leicht. Da ist ein Kreis drum. Never ever ist er leicht. Doch natürlich. Wer war denn? Aber wer war dann die schwere Einheit? Wer war dann die schwere Einheit? Sperrbrüder. 480er, die waren billiger. Die waren doch nicht schwer, die waren nur mittel. Doch, nein, die sind schwer. Als ob das nicht klappt. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Fragen noch. Was ist denn los? Also, wir haben noch welche gefragt, was mit östlichen Schilden ist. Zum Beispiel östliche Sperrkämpfer, was ist mit dem Clemens? Mit dem normalen östlichen Sperrkämpfer, jetzt nicht diesen Garrison Einheiten. Nicht den Korb, dieser rechteckige. Ja, nur damit es alle wissen, die Perser haben zwar ein anderes Schild, aber von den Profilen her ist es das gleiche wie ein Tyrios Schild. Damit es alle wissen. Okay. Wurde so programmiert von den Entwicklern. Habe ich jetzt nichts groß dran geändert. Dann gibt es noch zwei Fragen. Spielst du noch Rainbow Six? Nee. Also nur noch ganz, ganz selten eigentlich. Ich finde eigentlich Battlefield 1 gerade amüsanter und auch Titanfall, was ich mir jetzt holen werde. Und wo würdest du gerne mal in den Urlaub fahren? Oder wo fährst du am liebsten in den Urlaub? Am liebsten eigentlich Holland, weil es sehr angenehm ist. Aber wo würde ich gerne mal hinfahren? In der Schweiz ist schon der Traum. Nee, nicht Schweiz. Keine Ahnung, ich habe da keine Interessen. Das Wichtigste beim Urlaub ist es eigentlich nur, seine Familie oder seine Freunde bei sich zu haben. Ja. Das vor allem, wenn sie gerade richtig freudig auf Sprechen sind. Oh! Guck! Guckst dir an! Julian? Guckst dir an! Guckst dir an den Quadrat. Oh ja, ich sehe es! Oh! Dieses Kreuzfeuer! Ist es immer noch das? Ist es immer noch die Stadtbelagerung? Ach, ist das herrlich. Nein, wir haben nie eine Stadtbelagerung gemacht. Wir haben eben großes Schlacht und jetzt sind wir übergegangen in ein Flussgefecht, weil die Leute das haben wollten. Es tut mir voll leid irgendwie. Oh. Das ist Leute, voll der Charge mit dem Normalen in die Hoplitenphalanx. Frontal ohne Mann zu verlieren. Und die Scatters gleich direkt. Ja gut, ich muss jetzt irgendwie ja was tun. Aber ohne Muni frontal gegen Piken ist das nie eine nette Sache. Alter, guck dir mal dieses Grab hier an vor meiner Brücke, Julian. Guck dir das an, wie viele Leute da liegen. Oh Gott, rest also. In pieces. Also, Grinse. Warte, Gewinnt fragt, ob du glaubst, es würde einen vierten Weltkrieg geben. Muss ich Ich weiß es nicht, aber es wäre der letzte. Ein vierten? Ja, das hat Gwyn so geschrieben. Hey, wann hatte der dritte angefangen, bitte? Oh lol, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Ich dachte einfach der nächste Weltkrieg, weil nicht die Zahl 2 genannt wurde. Ja, den hat Trump ausgerufen. Warte, Leute, wählt einfach Trump in Amerika, wartet, bis er eine Mauer bauen möchte. Oder die Mexikaner um ihn eine bauen. Und. Ist aber wirklich so. So eine Doppelmauer direkt an die Abonnent oder was ist das hier? Ja, Abonnenten sind das, warum? So. Schützen einsetzt. Der Ball hat dazu voll komische Einheiten. Guck mal, ich stehe direkt vor den Pikinieren. Ich will hier hoch. Der Ball hat die ganze Muni nutzlos weg. Okay, er hat noch seinen Gen, einmal Pik und einmal periodische Speere. Oh nein. Dumme Idee, haut ab. Ich hätte mindestens einmal Piken mitnehmen sollen. Ach komm schon. Julian, gewinnst du da? Ja, ich gewinne. Ja gut, dann mach ich jetzt gar nichts mehr. Ja, ich hab nicht. Wie mach ich das? Mit allem frontal raus, so verzweiflungspur. Einfach raufrennen. Und jetzt darf man gleich frontal gegen Scatters kämpfen. Gegen viermal. Mit normalen Hopliten. Tausender Einheit gegen 600er. Wer gewinnt da wohl? 600er. Ja, glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Ich denke mal, er meint den Ersten Weltkrieg.
Deutschland gewonnen hätte ohne Italien? Ich glaube... Mit ja. Italien meinst du, mit Italien. Deutschland hätte trotzdem verloren. Ja, ich weiß, meinst du jetzt Ersten oder Zweiten Weltkrieg? Ich glaube, er meint den Ersten. Okay. Oh. Ganz ehrlich, Deutschland hat nie eine Chance gehabt, weil kein Volk... also Deutschland nee, kann nie alleine gegen die ganze Welt gewinnen. Das ist einfach... Ja, sie haben... Sagen wir so, den Zweiten Weltkrieg hat eine gute Gewinnchancen. Wir haben, ja. Das Problem ist halt, dass Japan auf die Idee kam, die haben ja den USA, soweit ich weiß, hier, was haben sie denn nochmal weggenommen? Die haben Hawaii den weggenommen und ja, die sind davon genau, die sind auch davon ausgegangen, dass wenn man denen eine Insel wegnimmt, die sich nicht wehren würden, ne? Weil die Japaner, der feste Überzeugung waren, die Amerikaner werden nicht um eine Insel kämpfen. Ja. Und die... Wie man die USA kennt, wenn man die einmal anstichelt, dann rasten die vollkommen aus. Wegen, du weißt ja, großer Staatsliebe. Ja. Und die Japaner wussten nicht, dass die USA dann hingeht und sagen, ja, wir greifen an. Und der Staat hatte die volle Unterstützung des Volkes, als er den Krieg erklärt hat, gegenüber Japan. Mhm. Das gesamte Volk stand hinter ihm, weil die halt diesen Glauben so daran haben. Das ist ja stärker in den USA. Und dann haben sie einfach angefangen, Atombomben runterzuwerfen. Ich bin der Meinung, dass einer der größten Fehler war, die USA mit reinzuziehen. Also gut, dass wir verloren haben, keine Frage, ne? Aber ja. Es war ein Fehler, gegen die USA zu marschieren. Ich will noch meiner Meinung nach. Der Erste Weltkrieg war knapp besiegt, also wir hätten knapp gewonnen, bis die USA reinkamen. Das ist aber wirklich. Ja, das ist das typische Alliiertenbündnis halt. Da hatten wir Deutschen halt nie eine große Chance gegen. Ich denke, dass der Krieg vor allem im Osten verloren wurde. Ja. Wer hat eigentlich den Ölkampf damals? Ich weiß gar nicht mehr, wer den Ölkampf damals gewonnen hat. Im Ersten Weltkrieg. Wer hat den Ölkampf eigentlich gewonnen? Ölkampf? Ich weiß nicht. Nein! Oh nee, das ist so freudig. Was denn? Was passiert denn da jetzt? Wir haben gesagt, wir haben 1 gegen 1. Was macht denn der Spartiat da? Was macht der Spartiat da? Jetzt kommt noch mehr Krieg. Wir haben es nicht verboten, Julian. Oh, weißt du was? Fianna rein, jetzt wird's mir zu dumm, Alter. Ich hol meine Kaffee rüber. Deine scheiß dummen spartanischen Bogenschützen sind so tot, Alter. Wenn du jetzt nicht weggehst, bringen sie alle ins Grab. Geh sie jetzt zurück, raus. Jetzt hast du noch die Chance zu leben. Ballert der gerade frontal in leichte Obliten rein? Ja, der Typ ist... Und der tötet sogar noch was, what the fuck? Schlurger hat jetzt gefragt, ob wir den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten, hätten wir Russland nicht angegriffen. Ja, wir hätten vielleicht nicht versuchen sollen, Moskau einzunehmen, aber das war was anderes. Ich verstehe nicht, warum man nicht lernen konnte aus Napoleons Fehlern, aber naja, wer nicht aus Geschichte lernt, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Die Russen waren überhaupt nicht zu besiegen, weil entweder wartest du und die holen mega Massen an Truppen. Das Problem, okay. Hätten es vielleicht schaffen können, wenn die USA und die Briten nicht so einen Aufstand auf dem Balkan ausgelöst hätten, der 4 Monate lang den Hitler dazu gebracht hat, diesen Aufstand niederzuschlagen, hätte er diese 4 Monate gehabt, hätte er es vielleicht noch vor Wintereinbruch geschafft, weit genug nach Moskau zu marschieren. Ja. Ich sag mal. Ja, wenn er es vor Wintereinbruch geschafft hätte, Russland einzunehmen, wäre das mega nice gewesen. Und ich glaube, das wäre auch ein guter Punkt für uns gewesen. Er hat halt alles drauf gesetzt und damit war die Ostfront halt verloren, ne? Ja. Außerdem ein ganz entscheidender Schlachtmoment im Zweiten Weltkrieg war jetzt beispielsweise, als die Bismarck gefallen ist. Ja, die ist aber durch technische Fehler, durch einen Lucky Punch ist die gefallen. Nee, du musstest die... Na gut, sie wusste zur Wartung... Das Wichtigste war doch eigentlich der Luftkampf zwischen Britannien und Frankreich, damit die rübergehen können. Ganz kurz, ganz den Peis rein. Hier? Ja, kannst du den frisch machen? Ja, kann ich gerade, ich hab mich gerade eingesetzt. Ich zerschieße eben die Kavallerie. Dann geh ein bisschen links mit dem einen Trupp da, du hast sowieso mehrere im Kampf. Du knollst da, schick einen der Trupps raus, der halt mir da den Charge verwehrt. Ich sag mal so, die Belagerung Englands. Mach da frei. Beziehungsweise Britannien war mehr oder weniger schon fast verendet. Aber naja, nachdem die Bismarck gefallen ist, hatte Hitler. Darauf hat Hitler wirklich seine Chancen, seine Karten gesetzt. Julian, der Trupp. Ja, red weiter. Ich will nur Julian sagen, dass sein Trupp da wegtun soll und meinen Kampftrupp bitte frisch macht. Okay. Naja. Das Problem ist, die kloppen da alle gegeneinander, da kommst du nicht durch. Also die sind im Phalanx, die werden dich nicht verfolgen. Hitler war halt in Schlachtschiffe verliebt, das wusste jedoch. Genauso wie Wilhelm der Erste. Geh jetzt durch, jetzt. Das weiß man nicht.
Nein, wir hätten einfach den Luftkampf um Britannien damals gewinnen müssen, um da wirklich richtig drauf zu gehen, weil die USA hatte ja keine Probleme zu landen. Die sind ja in Britannien an Land gegangen, plus, glaube ich, in Afrika war das, oder? War es Afrika? Nordafrika, Tunesien. Ja, glaube ich, ja. Und die hätten, den USA hätte man die Möglichkeit nehmen sollen, an Land zu gehen. Ja. Ist meine Meinung. Britannien ist ein Brücken. Die hätte man an der Küste abfangen. Nee, du bist ja schon frisch. Was soll ich denn frisch machen? Ah, sorry, du Model. Die hätte man an der Küste abfangen müssen. Dann hätten die, glaube ich, auch nicht so, da wären die auch nicht so fanat drauf gewesen, drauf zu kommen. Ich komme durch diese dummen spartanischen Piken nicht durch. Ja, ich aber. Wenn ich dir helfe. Hast du Schützen noch? Ja, die schießen, aber die dummen Kreter da oben kaputt. Bitte schieß nicht auf lose Formation Kreta, bitte schieß auf meine Piken. Löse sie trotzdem. Junge, weißt du, wenn man mich aggressiv machen möchte, dann schafft man das so. Weißt du, scheiße spielen und dann auch noch mega verkacken und dann noch die Minuten annehmen und der verkackt dann auch noch. Aggro Julian. Die scheiß Abdani, Mann, die sind so kacke gegen Hopliten, Alter. Und er verkackt halt trotzdem. Na Julian, wenn man selber eine Nation macht und sagt, sie ist kacke, ist das halt so eine Sache, ne? Ja, im Flusskämpfen sind halt Barbaren echt scheiße, da gewinnt jeder Grieche, das weißt du selber. Ja, Griechen gegen Griechen, du bist bei mir, ne? Ja. Also, ich meine, wenn ich jetzt Römer gespielt hätte... Wär's was anderes. Wär's was anderes gewesen. Ich meine jetzt, ich will ja den... Ich sag ja nichts gegen den Spieler direkt. Ich meine nur, dass die Nation halt... Das ist halt schon... Alter, nein, das war eine der dümmsten Ideen, die ich haben konnte. Ich bin mit schnellem Vorrücken in die Piken reingegangen bei leichten Obliten, ne? Die sind verreckt wie die Fliegen. Die sind verreckt wie die Fliegen. Kavallerie in Piken frontal? Ja, warum denn? Nein, leichte Obliten. Ja. Die sind aber... gegen eine Bettungwand fahren. Oh, man sieht's. Oh, das tut weh. Das tut... Ich wollte es versuchen, ich wollte es versuchen. Ich geh mit der Kavallerie wieder raus. Okay. Wir sind gleich bei den Leinpanzern durch, da bricht hier gleich alles. Hier da, siehst du, hier bricht gleich alles. Na, ich seh's. Du, sobald ich meine Kutsche... Also, dann muss er sich entscheiden, weil er hat nur einen Pikentrupp. Also, wenn sowieso die Bogenschützen noch rübergeschickt wurden, dann warte ich jetzt auch auf dich. Dann warte ich auch auf deine Hilfe. Marc, dir geht die Zeit verloren. Du musst hier runter. Runter. Ja, und sobald du hier runterkommst, werde ich dich töten. Gleich. Alles ist standhaft und mitgenommen schon. Elis ist gleich tot. Wie die ich brauche nur eine Lücke für meine gründlichen Lanzipais, dann mache ich den weg, ne? Nur eine Lücke. Klöße. Alter, hör auf, Thüringer Klöße zu singen. Klöße. Miroslav Klöße. Miroslav Klöße. Im Moment ist es ziemlich ruhig an Fragen. Willst du mal zur Abwechslung was fragen, Grimsel? Nee. Seid ihr dumm oder behindert? Rum, ich werde gleich wieder flanken. Jetzt mit den Schützen, jetzt mit den Kavalleristen rein. Jetzt. Bin dabei. Wir haben ihn. Wieder ein krasser Bait. Er geht rein. Jetzt ist die Chance. Wenn du durch meine Kaff durchläufst, dann musst du normalerweise lose... Oh Gott, Julian! Du hast einen kompletten Charge denied. Du musst in lose Formationen gehen, wenn ich charge. Oh Gott, wieder raus. Geh weg mit deinen Schützen! Raus! Du denyst meinen Farm! Ach, nicht mein Farm, wir sind hier... Nicht den Farm, wir sind hier nicht bei Scheißdor. Geh weg! Husch! Julian, ich schrei gleich rum. Husch! Er schreit rum, pass auf. Julian, tu die weg! Och, Julian! Alter, ich krieg kein Charge, wenn du da weiter stehst. Du gehst mit allem weg, damit ich meine Bürgerkraft gleich noch benutzen kann, bitte. Oh, Bürgerkraft. So, wir machen jetzt einen schönen Keil und dann gönnen wir uns die mal, weil ein Keil gut ist gegen Scheißoplitenphalanx. Wie dick? Bam! Ja? Klaus fragt, wie dick sollte eine Linie sein, um sie mit Streitwagen zu zerstören? Hä? Solange der Gegner keine Schützen hat, kann der Gegner so viele Männer haben, wie er möchte, dann Streitwagen gewinnen. Jetzt reitet er nicht durch. Wo reite ich gleich nicht durch? Ja, ich reite jetzt hier durch, ich bin gleich mit dem Rücken. Was man mit Griechen eigentlich gut machen kann, gegen Streitwagen, auch mit Hopliten, einfach im Phalanx setzen, Formationsangriff anlassen. Ja, das hält die sehr gut fest. Oh, ich liebe den Keil, der Keil ist so gut gegen Phalanx. Oh, ich darf jetzt auf die Brücke, hallo! Keine Frage, warum lohnt sich eigentlich die Raute? Rum rein, reinchargen!
Hab ich nicht gerade noch... Ja, die natürlich, das meine ich ja gerade. Die ist gut. Du musst, nur das Problem ist, du verlierst halt viel an Charge-Fläche. Das lohnt sich halt nur für kleine Sachen und wenn ihr vor allem Informationen wie Schild, weil Phalanx und so weiter rein wollt, dann ist die perfekt. Okay. Weil ihr die damit durchbrecht. Also es ist halt genauso, wie sie historisch früher war. Sie ist da, um einzelne Schwachstellen auszunutzen und halt an einem Punkt durchzubrechen und mehr nicht. Und wenn jemand so eine Phalanx hat, dann kommt ihr da halt auch besser durch dann, ne? Ja. Oder ein Schild, weil ich gehe jetzt so in den Gegner rein und damit breche ich da halt gut durch. Das sieht man jetzt auch bei mir mit dem Charge. Genau da, wo der Charge reingeht, bin ich auch gut durchgebrochen eigentlich. Das war jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, aber... Naja. Ja. Ich denke, da versteht ihr, was gemeint ist. Noch mehr Schützen rüber. Dieser Schützen-Spam ist real. Clemens? Verwarnung. Was hat er denn jetzt gemacht? Nichts. Er möchte es nicht wiederholen, habe ich gehört. Der nächste, der Thüringer Klöße sagt, wird ein Kloß lang gebannt sein. Es ist ihm überlassen, wie lang es ist. Ich denke es mir da noch aus. Darf man Klöße sagen? Adrian, ich mein's ernst, ne? Jedes Wort ist auch so ähnlich. Ey, Charge die ganze Zeit abwechselnd rein mit der Kaff. Also, der ist gleich gebrochen. Der kriegt die ganze Zeit Schaden rein. Also, die Hitpoints von ihm sind einfach weg. Der steht da einfach nur und lässt sich einfach... Charge. Ja, da kommt Perückte Speeres, der Kleine. Warte, da ist ja... Meine Lanzi-Pass könnte da durch, ne? Ja, ich charge hier auch. Er muss ja auch bracen, Alter. Gegen Cavalry bracest du einfach. Da läufst du nicht durch die Gegend. Ah, der genau schießt! Der Trupp hat sogar noch Muni gehabt, dieser rotische Steinschleuderer-Trupp. Oh, das ist bitter. Ich dachte, er schickt die einfach nur so rein. Ey, Julian, hör mal auf zu ballern. Was hast du hier für Schussbefehle? What the fuck? Ja, Julian! Ja! Aua! Du weißt schon, dass Korinth in deinem Team ist. Nee. Weiß er nicht. Dafür ist er zu räudig. Wir sind immer noch 39 Zuschauer. Das ist doch nice. Ja. Sehr nice. Bin ich einer. Wir können diese Rode als Fragmente jetzt auf. Ich gehe von Fontaine die perückischen Speere. Können wir mal machen. Was macht man aber nicht? Perückische Speere, Mann. Soll mich in Ruhe lassen. Hallöchen. Und bam, guck sie an, Julian! Ja, ich mal, warte. Dann habe ich auch was zu tun. Also ich muss schon sagen, der Elis-Spieler hat nicht schlecht gespielt. Das will ich jetzt mal so festhalten. Der hat bloß einen entscheidenden Fehler gemacht, den er jetzt gerade schon wieder macht. Guck's dir an. Ich bait ihn schon wieder. Ich schieße jetzt in seinen Rücken seines Gens rein. Guck's dir an. Ja, ich sehe es gerade. Immer wieder solche Fehler. Ja, dann soll er es ihn lernen. Wenn er gerade den Livestream noch im Hintergrund am Laufen hat, dann kann er daraus jetzt lernen. Das ist ja nicht, er hat ja nicht schlecht gespielt. Julian, kurz vorher unterbrechen, ich finische ihn jetzt. Lass mich finishen. Okay. Geh weg mit jetzt gerade aus, what the fuck? Alles mein! Ach, Julian, was bist du für ein Charge-Denier, ey? Gott, Julian, Alter! Meine Kills! Nein, meine Kills! Meine Kills! Ich will die alle töten! Ja, ich geb dir Moral. Das ist so lustig, wenn ihr deswegen noch verlieren würdet, weil... Digga, ich sing noch für dich. Das ist auch richtig lustig. Hashtag auch Julian. Meine Kinder. Oh nein, ich bin von den Pferden runtergegangen. Ja, geht also. Wenn ich kurz ein Statement noch abgeben darf. Der Edelspieler hat nicht schlecht gespielt. Der hat bloß seine Munition halt komplett falsch eingesetzt. Der hat auf 200 Sesterzeneinheiten mit Kretern geschossen und hat seine Kreter gegen Schleuderer kämpfen lassen. Na gut, man mag, kann man sehen, er ist am Anfang sehr aggressiv gewesen, kam ihm teuer zu stehen, weil alle meine Schützen halt frontal in ihn reingefeuert haben und trotzdem diese Kills bekommen haben. Ja. Ah, konnte ich mit kritisch leicht noch blieben, nein, die wurden erst ein bisschen abgefeuert und sind dann frontal in Piken reingegangen. Null Kills. Interesting. Ja. Man sieht bei mir einfach, wie ich die Billo-Einheiten einfach nur zum Kanonenfutter hingeworfen habe. Die haben Speere und Geschoss einfach... Julian, wir hatten eine Begrenzung auf 4 Schützen. Ernsthaft? Ja, hatten wir. Wann habt ihr das denn gesagt? Julian, immer mit seinen Schützenbegrenzungen. Ja. Ja, okay, es war jetzt einmal mehr, ist schon das okay. Das wusste ich nicht. Nee, ich wusste das nicht. Es tut mir leid. Raus, Julian! Das wusste ich nicht, Mann! Sorry! Bist gebannt. Grimse, ja. Dein Gen war es wirklich wert. Der hat einfach nichts gemacht. Ja, wie immer.